Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück hier zu Outward mit dem erkälteten Haubi und dem fast im Feuer stehenden Alten. Servus, Aldi. Howdy, dem vor Gesundheit strotzenden Alten. Ja, du hast dann wieder deinen Antivirenfilter, wie auch immer, wohl abgedatet, ne? Mhm. Mhm. Sollen wir in die Höhle des Grauens gehen? Gucken wir, ob jetzt Ebbe ist. Schauen wir mal. Ebbe ist auf jeden Fall in der Kasse, aber ansonsten. Naja. Mal kicken. Diese Quick-Tipps zwischendrin, die finde ich eigentlich sehr gelungen. Ne? Da liest man immer mal wieder was. Oh, es ist Ebbe tatsächlich. Ja. Cool. Trollali, was ist da unten? Gegner, stopp, Alter, komm zurück, mach's Licht aus. Schnell. Wie scheiße. Ja, da ist doch so ein komischer Dingensbummenskirchen da. Scheiße, der kommt zu uns, glaube ich. Oh. Schwierig. Du willst den jetzt echt wegbischen? Ja, das geht's doch nicht. Nee, gut, der haut wieder ab. Hat er uns gesehen? Nö. Warte mal, ich geh mal auf Schleichmodus, Aldi. Schieß vor dir auf den Boden. Genau, dann kannst du den Pfeil wieder aufheben. Okay. Ja, wir wissen ja nicht, wie stark der ist. Ja, aber ich hab den gesehen in Action. Ja, als abgehauen bist. Ja. Und den anschießen mit den Pfeilen? Dann kommt er. Naja, gut, klar, aber dann haben wir schon mal ein bisschen runter. Ich glaube nicht, dass er uns gesehen hat. Da unten ist auf jeden Fall was. Da unten ist so ein Fischerboot, so ein kleines. Naja. Ich glaube auch nicht, dass er abhaut. Ja, meinst du, der backt sich da drüben fest oder was? Nee. Ja gut, die Höhle da hinten geht ja noch weiter. Vielleicht geht er da unten rein. Da kam er ja auch schließlich her. Der kommt. Alter, der kommt. Schießen an, schaut sich aus. Oje. Oje. Meinst komm, du, schieß so? Drauf, Junge. Okay, Gott. Ich treffe den, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich viel Schaden mache an dem. Egal, komm drauf jetzt hier. Alde, Vorsicht. Ja, scheißegal, komm. Der ist fast tot, komm, auf geht's. Der ist. Oh, Alter, boah. Der stößt dann mal richtig fett. Boah. Der macht richtig Damage, der Junge. Zack, komm. Aber wir machen auch richtig Damage. Der ist kaputt. Jawohl, eingesteckt. Boah, oh, krass. Also alleine, nö. Alleine, nein, danke. Was haben wir da? Ein Schundhaufen, Blutpilz, ein Turmip, zwei Glühwürmchenpulver und zwei Raubtierknochen. Was ist das hier? Blausand, Aldi. Das ist cool. Hier gibt's Blausand. Ja. Sehr schön. Also, nee, alleine will ich gegen den Netz antreten, ne? Hast du jetzt auch Blausand gekriegt? Nee. Was ist das? Salz oder was? Das war Salz. Okay. Oh, Licht an hier, man sieht ja nichts. Hier gibt es sauberes Wasser. Ist cool. Kann man gleich mal ein bisschen was trinken, ne? Genau. Das ist nur das eine Vieh. No, mehr ist nicht, ja.
Und hier geht's auch nicht weiter, okay. Na schön, meinst du, der Blausand respawnt auch? Es wäre möglich. Das müsst ihr mal ausprobieren, gell? Mhm. Ja, aber diese Elektro-Angreif-Gedöns, das ist ja richtig fies. Naja, gut, ja, zum Glück hat er uns nicht getroffen, ne? Ja, mich hat er getroffen. Ja. Zweimal. Da wirft es dich halt gleich mal zurück und wenn er dich trifft und du nicht blockst, dann haut es richtig rein. Okay. Ja, schau mal nicht mal an hier. Ich habe die Hälfte meiner Gesundheit verloren. Stimmt. Aber das Feuer ist ja noch an draußen, oder kann ich noch mal eine Stunde ratzen? Ja, außerdem ist ja eh, ist ja Nacht jetzt. Ja. Ratzezeit quasi. Ja, quasi. Eigentlich. Da wäre noch mal so ein lustiger zum Wegbashen, aber ich glaube, das ja, brauchen wir nicht, oder? Nö. Nee, nö. Nö. Oder sollen wir eine Runde ratzen? Noch? Eine kleine Runde? Machen. Ja. Komm mal, ne? Ich leg mal meine Matte hier aus am Feuer. Dann friere ich nicht so. Ich habe 2 Stunden Wachen, 4 Stunden Schlafen, 1 Stunde reparieren. Jut. Was bei dir? Dito. Energie. Eigentlich könnte man da auch mal riskant sein, ne? Dass man nicht so viel Wache hält, dass man sagt, man hat mal 10 oder 20% Risiko, dass mal was passiert. Oder, ja, stimmt, ja. Oder wollen wir kein Risiko? Ach, ich bin nur sehr für Risiko. So, das Feuer ist aus. Nö. Doch? Bei mir nicht. Bei mir schon. Ich höre es noch knistern. Es ist sehr warm. Bei mir nicht, bei mir ist es Feuer aus. Lass noch mal ganz kurz in die Höhle gehen. Wir haben jetzt 8 Uhr, würde mich interessieren, wegs Ebbe und so. Ob jetzt noch Ebbe ist oder ob schon wieder Flut eingesetzt hat. Ja, schau mal, haha. Also kann man nur nachts. Ja, offenbar. Nur nachts hierher. Ja. Also bei mir ist das Feuer aus. Jetzt ist es auch aus, ja? Ja, okay. Gut. Sollen wir den Weg da oben mal. Ja, ja, ja. Find ich gut. Ja. Muss auch wieder verkaufen, beziehungsweise ausmüllen. Ja. Aber ich muss unbedingt die scheiße Kältung loswerden, verdammt. Passt ja immer noch? Ja, ja. Ich meine ja auch mal in dem Quick-Tipp gelesen zu haben. Irgendwie den Tee trinken und lang schlafen und irgendwie sowas, ne? Ja, wie in echt, ne? Ja. Ja gut, und mal, wie heißt es so schön? Mit Medikamente 2 Wochen und ohne 14 Tage. Sagt man bei uns immer. Also im okay. Endeffekt, du kannst es nicht aussitzen. Du kannst es eigentlich nur aussitzen. Du kannst halt die Beschwerden lindern, aber wirklich beschleunigen kannst du den Heilungsprozess nicht. Wenn wir hier weiter nach Osten laufen, müssten wir eigentlich nach Sierzo kommen. Okay, hier nicht. Ja, da ist ein Nest. Vogelnest, ja, nimm mit. Ja. Schuck. Jawohl. Was haben wir dann noch? 3 Eier. Gut. Hier müsste es eigentlich weitergehen.
Hier geht's wieder zum... Da ist noch... Oh, da ist nochmal ein Lagerplatz. Da sind Schmetterlinge. Wurde ja auch gesagt, Schmetterlinge, ne? Da kann man sicher übernachten. Ja. Angriff, Brandmittel, Sprengstoff und 4 Verbände. Cool. Das hat sich gelohnt, ja. Das ist super. Also hier kann man prima übernachten. Mhm. Na schön. Da sind noch ein paar Bärchen. Ja, hier so ein Scherzo. Da vorne ist der Aldi. Ich bin durstig, was? Ich habe gerade getrunken. Also vorhin war das, naja. Ich bin auch durstig. Das kommt wahrscheinlich, Weil es so kalt ist, oder? Nee, durch die Hitze in der Nacht. Weil wir am Feuer gepennt haben. Vielleicht. Da hatte ich auch einen übelsten Huf drauf. Da ist sie jetzt so, wir sind wieder da. Ja, das war ein ziemlich kurzes Abenteuer, aber erfolgreich. Findest du? Ich fand es spannend, ehrlich gesagt, am Strand. In der Höhle. Ja. Also. Ja. Aber das im Winter ist halt echt doof. Ja, schon. Hab ich viel zum Verkaufen? Ich überlege gerade. Gucken. Was kann ich für dich tun? Naja, viel habe ich nicht. Eigentlich nichts. Ich kann eine Lampe verkaufen, aber das will ich glaube ich nicht, oder? Doch, eine Spitzhacke. Ich habe nur eine Spitzhacke. Soll ich die Stolperfallen verkaufen oder aufheben? Wie du willst. Ich hab noch eine. Ach, komm, ich nehm sie mal mit. Ich nehm sie mal mit. Das ist ja nur ein Silber. Also ja. Der, ja. Ich nehm sie mal mit. Wer weiß, wo man sie braucht. Ich huste. Ich gehe nach Hause. Ich will hier gesund werden, ganz ehrlich. Ich hab keinen Bock, dass ich hier krank werd. Ich bin ja schon krank, stimmt. Aha, da war was. Hast immer gute Nachrichten, Aldi. Ja. Mhm. Witzigerweise, in der Stadt ist nicht so kalt, gell? Nee, das stimmt wohl, ja. Da steigt die Temperatur. Ja, schöner Ausblick. Hast du was verkaufen können? Eine Spitzhacke. Ja, da kriegst du auch bloß 5 oder so, ne? Ja, aber immerhin. Ach, ich hätte ja noch ein Beil gehabt, das kann ich noch verkaufen. Ja, blöd, ich will die Taschen wieder haben, ey. Was für Taschen? Ja, an der Rüstung sind ja keine Taschen dran. An meiner Rüstung, an der Kleidung. Und an dieser provisorischen Lederkleidung, die ich uns gemacht habe, da sind ja noch Taschen dran. Mhm. Ja. Das stimmt. Okay, ich schmeiß mal wieder Essen und das ganze Gedöns in die Kiste rein. Das Brot kommt rein, Larvenei. Das wollte ich noch ausprobieren, ob man vielleicht mit den Raubtierknochen da was machen kann. Stimmt. Mit der Waffe. Es hieß, bei der Waffe kann man... Eiserner Streitkolben, genau. Das probiere ich aus. An Eisenwaffen können die festgebunden werden. Na gut, da brauche ich nur irgendwas zum Festbinden wahrscheinlich, ne? Dann nehme ich mal das Leinentuch. Ob das geht? Ich hab doch eine Tasche. Keine Ahnung. Geht nicht, ne? Ich hab eine 10er-Tasche. Doch geht! Ah, geil! Das gehört? Ne, sorry, ich war abgelenkt. Bitte nochmal. Ich dachte, ich hab eine 10er-Tasche. Okay. Ich habe jetzt einen Fangknüppel. Okay.
Kann man sich herstellen. Brauchst du so einen Eisenknüppel, die Fangzähne und so ein Leintuch und dann kannst du das zusammenbinden. Und der macht ja doll Aua. Fügt Gegnern Blut hinzu, heißt's. Oh, das ist natürlich nicht verkehrt, ne? Ja. Ich hab nur noch 10 Pfeile, 12 Pfeile habe ich noch. Ich pack noch Pfeile in die Kiste, dann brauchst du keine machen. Aber du hast doch selber einen Bogen. Ja, ich habe 45 Pfeile. Ich packe 15 in die Kiste. Man kann ja nur 30er Stapel machen. Ach so, das wusste ich dann gar nicht. Dann kannst du die rausnehmen, weißt du? Also ich habe noch Raubtierknochen, die lege ich auch in die Kiste. Heißt, wenn du auch so einen Eisenkolben findest, kannst du dir auch einen herstellen. Den Blausand schmeiße ich auch in die Kiste, den kleinen Safir behalte ich. Weil vielleicht können wir ja noch in die eine Höhle reinschauen, ne? Ach, da wollten wir noch gucken, genau, richtig. Das Brandmittel, lasse ich da, oder? Da heißt Sprengstoff, der, wenn auf einer Druckplatte platziert, Gegnern, die darauf treten, anhaltenden Feuerschaden zufügt. Oder soll ich ihn mitnehmen? Das wäre was für dich, wenn du die Stolperfallen mitnimmst, ne? Ja. Ich schmeiß mal in die Kiste rein, genauso wie die Fallen. Wieso habe ich denn eine Tasche, obwohl ich diesen Beutelbonus nicht habe? Keine Ahnung. Muss ich nochmal gerade wegen dem Tee schauen. Gebräu das. Hier! Dieser Turm, wie heißt das Ding? Turm-Dingens, ja. Ja, der heilt Erkältungen. Bauchiges Wurzelgemüse mit Mana. Turm-Mip, bist du sicher? Steht dran. Steht bei mir nicht dran. Ach, der Eintopf. Der Eintopf. Der langsam Erkältungen heilt. Und der Tee? Gebräu, das sofort Infektionen heilt, gegen Kälte schützt und verbrannte Ausdauer wiederherstellt. Ja. Dann muss ich doch den Tee trinken, oder? Bitterer Gewürztee. Ja, du hast ja keine Infektion. Sondern also eine Erkältung. Ich würde das Ding essen. Also eine Erkältung ist bei mir eine Infektionskrankheit, oder? Nee. Tröpfchen-Infektion und so. Also ich hatte eine Infektion letztens. Ja, okay. Gut. Ja, dann esse ich so einen Turm-Turm-Dingens-Eintopf. Wenn ich darf. Dafür ist er doch da. Soll ich jetzt sagen nein oder was? Ja genau, sag nein. Also ich esse den mal. Nein. Erkältung zieht sich jetzt zurück. Zu spät, Alter. Tut mir leid. Und ich habe eine Mana-Wiederherstellung, das hilft mir brutalst. Könntest quasi der Magier unserer kleinen Gruppe sein. Ja, genau, du bist also ein Magier. Gewürztee. Darf ich ja nicht. Bachelt dich ja sonst noch weg. Das könnte man auch mal ausprobieren, so ein bisschen Tee brauen. Ich finde es mal wichtig, wenn wir so eine Alchemiestation mal finden würden. Mhm. Ja. Oder kaufen würden. Was? Kaufen? Nein, nicht kaufen. Bist du wahnsinnig? Naja, meinte, dass wir so ein Ding finden? Das bezweifle ich. Ich bin dagegen kaufen. Und ich probiere jetzt mal ein bisschen was aus. Was hast du dann Kohle? Sagen wir mal so. Nein, wir kaufen nicht. Ich bin dagegen. Oh. Nein. Nein, nein, nein. Wir haben doch den blöden Turm abbezahlt. Nein. Ich versuche jetzt mal hier in der Küche was Leckeres zu kriegen. Jetzt mit Wasser vielleicht, oder? Hier so ein Gewürzkäfer braun mit Wasser. Schau mal an. Einen Gewürztee. Haben wir gelernt. Und dann nehmen wir den Kieskäfer. Mach mal Wasser. Ein Kiestee. Ein Mineraltee haben wir gelernt. Super. Dann mache ich noch einen Larven-Ei-Tee. Essensreste. Okay, das war nix.
und einen gewöhnlichen Pilztee. War auch nix. Und einen Garbeerentee. War auch nix. Verdammt. Das war nix. Aber ich habe einen Mineraltee. Gebräu, das Schlagfestigkeit verbessert und Verdauungsbeschwerden heilt. Stellt außerdem verbrannte Gesundheit wieder her. Nach der Einnahme dauert es Stunden bis zur vollständigen Heilung von Durchfall. Hattest du Durchfall? Diarrhoe? Nein. Okay, und ein Gewürztee, das ist mit der Kälte. Das ist sehr gut, Gewürztee brauchen wir. Ja, haben wir ja drei in der Truhe. Ja, also müssen wir dann mitnehmen, wenn's, wenn wir da rausgehen, ne? Ja. Okay, schmeißen wir da rein. Das Zeug. Das finde ich, ey, ich finde das Crafting-System so geil, ganz ehrlich. Ja, das stimmt, das haben sie prima hingekriegt, ne? Ja. Und vor allem, also ein bisschen intuitiv ist es auch, ne? Du sagst, was könnte zueinander passen? Ich finde das echt nicht schlecht. Sollen wir mal kurz noch 2 Stunden ratzen, dann rennen wir noch in die Höhle. Ciao. Das hätte ich gleich gemacht. Oder brauchst du Gesundheit? Ja, dann weißt du, dann haben wir wieder 100 überall. Ich hab grad Chuggy gefressen. Mutter. Ja super, da denk halt mit. Geh schlafen, sparst du dir Essen und Trinken. Das machst du dann echt auch so, oder? Ist der Kühlschrank leer, leg dich ins Bett. Okay. Das suggeriert doch das Spiel hier, oder man nicht? Macht man das so im Allgäu, ja? Ja, weiß ich nicht. Ich hab gedacht, das ist normal so, oder? Ich zieh mir mal die Pelzjacke an hier. Mal schauen, ob die besser hilft gegen Kälte. Also raus hier. Hat aufgehört mit Schneien, yay. Yeah. Ah, nee, doch nicht. Ja. Ah, super. Du bist der super Wettergott hier, du echt. Der Wetterprophet. Aber jetzt haben wir wieder den Ausruhbuff, ne? Ja. Das ist doch schön. Was kann ich für dich? Was? Also bist du da bei deinem? Ja, ich verkaufe nur schnell noch einen Ball. Beim Schmied ist er schon wieder, ne? Dann nimm die Bärchen mit. Kann ich gleich essen. Zack. Wo ist er denn? Du verkaufst immer noch. Ich quatsche mal mit Rufus. Weil der ist, einfach mal, ja, in Sachen Gesundheit und Heilung das A und O. Ja, wieso? Was weiß der? Der weiß alles. Und hat er was gewusst? Der hat, wir sollen, wenn wir erkältet sind, Tees brauen. Super, echt? Wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. So ein Lump. Das kann der so leicht sagen, ne? Der Rufus. Ja. Ey, die Pelzjacke, die scheint echt was zu bringen. Mir wird nicht kalt. Was mit dir? Bei mir ist der Pfeil nach unten. Okay. Dann kann ich dir zur Not einen Tee geben. Nein, ich habe ihn nicht mitgenommen, oder? Nee. Ja, aber gut, wir sind ja eh gleich in der Höhle drin, ist ja wurscht. Ja, das kleine Stück hier. Ja. Außerdem hat der Alte ja ein gutes Immunsystem, ne, wie er gesagt hat. Eben. Der immunisierte Alte. Ein Braungewürzkäfer, also der nächste Tee ist gesichert. Sehr schön. Und hier drin gab es ja auch Wasser, dann kann ich meine Wasserdingens wieder auffüllen. Zack. Okay, es war noch kein Respawn. Ich glaube nicht, dass in der Höhle ja Respawn ist. Nö, glaube ich auch nicht. So wie es aussieht. Jetzt zumindest nicht. Wo gab es hier das Wasser? Das Wasser? Das ist noch ein Stück weg. Ach stimmt, warte. Ich renne schnell runter, hol das Wasser noch schnell.
Okay. Ich glaube, hier ging es dann rechts und dann links die Treppe oder den Weg hoch und dann war da Wasser. Ja, genau. Da ist es. Zack. Passt. Da kann ich hier den Sums auch noch schnell einsammeln. Ja, damit. Im Übrigen bin ich nicht wieder bei 100, ne? Essen, trinken und sowas. Wieso nicht? Ja, du bestimmt auch nicht, oder? Das war viel zu kurz, 2 Stunden. Doch, ich bin bei 100. Ich nicht. Wie viel bist du? 88, 79. Okay, spannend. Sesam, öffne dich! Wow. Yay. Ich steck mal noch nichts ein. Was gibt's hier? Was ist das alles? Oh. Aasfressermantel, cool. Wow. Nimm mit, das Zeug. Mach ich. Was hast du alles gefunden? Was wartet alles? Ich habe gefunden Aasfressermantel, Aasfresserstiefel, mhm. 3 große Lebenstränke. Mhm. Und das war's. Ey, das ist doch schon geil, oder? Ja, aber der Aasfressermantel ist jetzt nicht so toll. Ja, also ich finde, das ist doch eine nette Ausrüstung, die man da gefunden hat. Das auf jeden Fall. Ja, ein schöner Lebenstränklein. Ja. Ja. Ach so, das war's. Ja, hier geht's nicht weiter, ja. Doch, das geht noch weiter runter. Nö. Das war's. Na gut. Geschenke vorbei. Gut, die Lebenstränke, die waren gut. Das ja. Ist. So, die sind wichtig. Das auf jeden Fall. Klamotten kann man vielleicht verkaufen. Ja, ich habe das alles so Klamotten, was ich gefunden habe, habe ich mal alles in die Kiste gemüllt. Wer weiß, vielleicht kann man die auch noch irgendwie aufwerten, weißt? Diese eine Lederdingens kann man ja auch aufwerten. Wäre möglich. Lampe aus, Aldi. Das ist die Heckleuchte. Das ist die rote Laterne quasi. Ja, man, die hast du ja. Die rote Laterne, ja. Was meinst du, wie lang ist Winter? Keine Ahnung. Welchen Tag haben wir jetzt? 14? Ne, 12 glaube ich. Ne, 13. Dann schätze ich mal so. Keine Ahnung, 4 Tage. Also an Tag 12 hat's angefangen, ne? 11. Oder Tag 11, ja. 11 oder 12, weiß ich jetzt nicht mehr. 11. Wir sind doch jetzt an. Ne, 12. Ne, 13 sind wir jetzt. Jo. Dann an 12. Wir haben einmal draußen übernachtet. Ja. Ja. Also könnte man vermuten, dass es so ein 4-Tages-Zyklus ist, oder? Ja, 4, ja. 4 oder 5 vielleicht, 5. Ja. Man weiß halt nicht, was es war, als wir angefangen haben, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Könnte Frühling sein, was weiß ich. Also das ist jetzt auf jeden Fall der 2. Tag mit Schnee. Ja, und der ist auch schon gleich wieder vorbei. Ja. Und die Folge ist eigentlich auch schon gleich wieder vorbei, ne? Auch wieder. Ja, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde, Aldi. Hey, Wahnsinn. Mhm. Echt krass, wenn du das überlegst, gell? Wir sind ja die ganze Zeit am Machen und am Tun und chillen eigentlich überhaupt nicht. Und stimmt, sind aber nicht groß weggekommen. Ja. Wir hängen hier immer noch rum. Zu Hause. Nee, also das stimmt. So viel haben wir noch nicht gesehen von der weiten Welt. Ja. Aber das heißt ja auch, oder sagt mir zumindest, wie groß eigentlich diese Spielwelt sein wird.
Ja, oder wie schlecht wir beide eigentlich sind, wenn wir immer ständig nach Hause fahren. Das kann natürlich auch sein, ja. Ständig hängen sie zu Hause rum, die Luschen. Naja. Na schön. So, wir haben 18 Uhr. Was machen wir am nächsten Tag? Was meinst du? Ja, am nächsten Tag würde ich dann nochmal, also dann wieder Richtung. Sollen wir mal zum Fluxkompensator schauen? Fluxkompensator gucken. Ja? Ja, doch. Ja. Okay, dann würde ich aber sagen, dann ruhen wir uns jetzt mal richtig aus davor. Ja. Dann. Ja. Dann machen wir mal 8 Stunden pennen, 2 Stunden reparieren, oder? Ich denke, du wirst dich richtig ausruhen. Okay. So. Ne? Ja. Gut. Richtig ausgeruht. Dreckserkältung ist immer noch da, ich kann kotzen. Steht da eine Zeit oder sowas? Nee, aber es dauert halt, ne? Okay. Essen, trinken, Schlaf ist bei 100? Ja. Passt. Also, machen wir beim nächsten Mal weiter. Liebe Leute, wir sagen vielen Dank fürs Dabeisein bei Outward. Der Wahnsinn endet für heute hier, doch beim nächsten Mal, wie gesagt, sind wir wieder da für euch. Du bist dran. Genau. Bis neulich. Bis neulich. Ciao.